Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Star Wars The Old Republic Data Mining Video von der ersten 15.3 PTS Version, die zwar noch nicht online ist, aber man kann sie sich schon runterladen. Der PTS ist auch noch offline. Der wird auch vor 15.2 nicht online kommen, laut EA Habutai. Und ja, von daher werden wir das Ganze jetzt Data Minen und gucken, was wir so Schönes finden. Ja, kurz nochmal vorher als Info. EA Habutai hat offiziell bestätigt, dass auf dieser PTS-Version absichtlich noch nicht so viel zu finden ist. Das heißt also, wir werden jetzt hier zum Beispiel noch keine 3D-Models direkt von dem neuen Planeten Dantooine finden. Jetzt kann ich es auch sagen, ist ja auch offiziell schon angekündigt, dass der Planet Dantooine heißt. Mit einem neuen Event. Darauf werden wir natürlich auch eingehen. Und ja, auf jeden Fall werden da noch keine 3D-Models direkt von diesem Planeten finden. Wir werden uns den Planeten auch noch nicht angucken können, weil wie gesagt, den gibt es eigentlich so gesehen noch gar nicht in-game. Und von daher, ja, müssen wir halt gucken, was wir so Schönes finden. Und zusätzlich kommt am Ende auch nochmal ein kleiner Ingame-Part, wo wir uns ein paar kleine Neuerungen, besonders die Erfolge und ja, wo sich der Planet befindet, auch Ingame anschauen werden. Legen wir also los. Ich habe mir jetzt mal hier wie immer ein paar Sachen aufgeschrieben. Die Wikipedia-Seite habe ich noch gar nicht offen, verdammt. Egal, ich werde jetzt nicht cutten. Zack, da ist er. Hier. Wie immer als Quelle unten in der Videobeschreibung angegeben. Und ja, wir gucken uns erstmal alles durch. Und zwar fangen wir als erstes, würde ich einfach mal sagen, an, nicht mit den NPCs, sondern mit den... Doch, fangen wir den NPCs an. Also suchen wir hier nach NPC. Dann haben wir als erstes, fangen wir mal mit Allianz an. Und Allied. Denn Allied Opinions. Hier haben wir wieder unsere ganzen Typis, die wahrscheinlich auch mit diesem Update was zu tun haben können, denn ich habe bisher sehr viele Einträge gefunden, die was mit einer Story auf dem Planeten zu tun haben können, aber mehr dazu, ja, gleich. Wenn wir dann an den Punkt angekommen sind. Auf jeden Fall steht auf Wikipedia auf jeden Fall hier diese beiden Typis angegeben und auch die anderen, von daher könnten die irgendwas zu tun haben damit. Und dann machen wir weiter mit Event. Dann erwähne ich nämlich das den Namen des neuen Events, das heißt nämlich Pirate Onslaught. Ich weiß gerade gar nicht, was Onslaught überhaupt heißt. Ich werde das mal ganz kurz nachgucken, weil mich das jetzt doch mal interessiert. Eine Sekunde. Ich weiß, das hätte ich auch schon vor der Aufnahme machen können. Gestern habe ich es sogar gemacht, aber ich habe es vergessen, was das Wort heißt. Ansturm. Ach, guck mal. Piratenansturm heißt das Ganze. Dann gehen wir hier durch die ganzen Dinger durch. Hier habe ich wieder ein Sternchen leer gemacht. Das heißt so gesehen alles, was da drin ist. Erstmal, wenn das Event off ist. Gibt es so ein paar Farmer einfach nur. Also einfach nur, die bleiben halt da, wenn das Event nicht online ist. So wie auch ein paar Soldaten auf Rap-Seite. Keine Ahnung, warum im Seite nur so wenig ist. Da machen wir weiter mit Imperial. Ambiente, das sind einfach so irgendwelche Soldaten, die rumstehen, während das Event läuft. Dann Basis. Gut. Ein paar Droiden und so eine Guard, diese Guard-Typen sind ja Basis rum. Dann Heroic ist auch sehr interessant, denn es wird wahrscheinlich auch wieder Heldenquests geben. Ob es H2s oder H4s sein werden, ist ungewiss. Ich vermute mal, wir eine H4 und ein paar H2s, wie auf Ossus auch. Sehen wir einmal einen Boss, den Latunen Marku. Wer auch immer das jetzt genau ist, auf jeden Fall Stufe 70, auch wenn jetzt die Variablen wieder fehlen. Und ja, ein paar Gefangene. Mobs, auch sehr interessant. Hier haben wir nämlich einmal ein paar Elite-Gegner einfach nur, die heißen einfach nur Elite. Und dann eine ganz besondere Sache, nämlich Cuffhound. Habe ich natürlich auch gestern mal gegoogelt, was Cuffhound heißt. Und das ist ein Tier aus KOTOR, aus dem Vorgänger von der SWTOR namens KOTOR, also Knights of the Old Republic. Denn die Entwickler wollten ja allgemein mehr in Richtung KOTOR gehen und ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Hier einmal in Normal, Strung und Trapped. Okay, keine Ahnung. Maus-Druiden wird es auch irgendwie geben. Entweder die fahren halt nur rum oder man kann auch einen steuern oder sowas. Spy Invisible NPC weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, was es ist. Standard auch nicht so ganz genau. Und dann nochmal ein paar strenge Offiziere, strenge Siths und strenge Sniper. Händler gibt es natürlich auch einen für Ruf. Auf den Ruf gehen wir nachher auch nochmal im In-Game-Part ein. Es gibt nämlich auch ein neues Rufsystem. Wahrscheinlich für das Event. Dann machen wir weiter Piraten. Einmal die Heldenpiraten. Man sieht hier einen Beast Boss. Dann nochmal Boss 1, 2, 3. Entweder jetzt in verschiedene Schwierigkeitsgrade oder, keine Ahnung, verschiedene Bosse. Dann nochmal Elite 1, 2, 3, Piratenläufer. Ein paar Standard-Typis hier und Stränge. Also ich denke mal, das werden die Starken sein. Steht das hier irgendwo? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Agro-Standard? Ne, ich glaube, das steht hier nicht. Und Weak, also das sind die Schwachen. Dann nochmal die Mobs. Auch hier haben wir wieder ein paar Piraten. Typis hier, sowie auch Quartermaster und Slavenmaster.
Und schwache Stränge und Standards. Und auch nochmal hier Waves. Nox, Blut. Was auch immer das genau heißt. Elite, Standard und strenge Gegner. Gut, Republik werden wir das gleiche in Grün haben. Ambiente. Nur sind natürlich andere Soldaten, sind ganz klein. Aber auch nochmal wieder so ein Läufer hier. Die Basis. Hier sind sogar drei Typis. Hier auch nochmal Patrol Walker, also Läufer, Zinne. Okay, Stufe 50 bis 60. Dann weiß ich auch nicht so ganz genau. Auch wieder hier drei Heldenbosse und Lieutenant Joran. Ich wasche gerade absichtlich ein bisschen durch, weil wir extrem viel hier zu tun haben. Und so viel erzählen kann ich dazu auch nicht, außer dass das hier mal, das könnt ihr ja selber mal gucken hier. Stufe 70 bis 70, also das ist mein minimales Level, das maximales Level. Da sieht man hier auch nochmal, wo genau man das findet. Nein, das sind glaube ich die Sounds, ne? Ja, das sind glaube ich die Sounds. Mobs, auch hier. So gesehen das gleiche, nur dass halt hier natürlich Reps sind. Und Vendor, ebenfalls wieder ein Rufhändler. Nochmal weiter mit Shared, also kurz gesagt geteilt. Einmal hier die Hostages. Ich weiß leider auch gerade gar nicht, was es bedeutet. Von 34 bis 70, komischerweise das Level. Ich denke mal, das werden einfach nur typisch sein, die irgendwo rumstehen. Wie auf Nashadar zum Beispiel. Da stehen ja auch manchmal solche Typis rum mit Stufe 1 oder 2 oder so. Und Questgiver wird es insgesamt 2 geben. Nämlich einmal hier so ein Chief Engineer Naban, Stufe 70. Und ein Underworld Trader Trendora. Ein Pirat-Typi hier. Und ja, das sind die Sounds. So, Story kommen wir gleich. Wildlife, also kurz gesagt, das wilde Leben. Polly, Stufe 2, okay, das wird wahrscheinlich einfach nur so ein Typi sein, der irgendwo rumsteht. Und Combat, gut, der ist 70, also wird das wohl ein Gegner sein. Und Mobs, hier wieder dieser Kaffhund aus KOTOR. Auch wieder Stufe 70. Alle Versionen. Okay, dann Worldboss, es gibt auch einen Weltboss. Lieutenant Yavrok wird er wohl heißen. Sehen wir auch hier Dentoin, CNV und CNV Holo, das werden wahrscheinlich irgendwelche Ads sein. Power Conduit, ob es jetzt nun Reaktorkern auch nochmal hier, ob es jetzt nun verschiedene Bosse sind oder eine, der hat nur verschiedene Ads hat, das kann ich leider noch nicht sagen. Rakul und Shared ist glaube ich unwichtig, das ist glaube ich andere Events auch. Korrekt? Ja, das sind andere Events. Okay, darauf brauchen wir nicht eingehen, das sind ja andere Sachen. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Thema Story, die wir ja gerade absichtlich ausgelassen haben. Hier, dann gibt es einmal eine imperiale und eine republikanische Story. Einmal hier mit Colonel Trazen, Darth Malgus, der wohl auch zurückkehren wird. Imperialer Flotten-Announcer, Ansager oder so. Und einen imperialen Reporter. Also hört sich jetzt nicht so an, als ob da sehr viele NSCs in der Story vorkommen. Aber ja gut, den, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Malgus natürlich von Ossus, ganz klar. Republik, da kommen 5 vor. Einmal General Darwin, den kennen wir ja auch schon. Major Windu, kenne ich jetzt nicht. Und die auch wieder sind Ansage. Und Sai-Uram kenne ich jetzt so auch nicht. Aber es scheinen wohl irgendwelche Typis zu sein. Dann kommen wir jetzt mal hier zum nächsten Teil, zu den PEC, also 3D-Modellen. Dafür gehen wir hier zuerst auf PEC. Dann haben wir hier Event. So sieht es gleich in Grün. Auch hier haben wir wieder Pirate Onslaught, also Piratenansturm. Und hier haben wir jetzt eine ganze Menge zu finden. Wir gehen erstmal alles hier durch und dann gucken wir uns das Ganze auch nochmal ein bisschen hier im 3D-Model-Viewer an. Einmal hier die Erfolge. Die gucken wir uns dann ja auch nochmal in-game an. Wie gesagt, in-game-Part kommt ganz zuletzt nachher. Also auf jeden Fall dranbleiben. Das wird noch spannend. Hidden Tome. Weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, was verschiedene Erfolge zu sein. Bindepunkte. Einmal imperiale republikanische Basis und nochmal so eine Basis, die ein bisschen weiter vorne ist. Also anscheinend wird es zwei verschiedene Basen auf dem Planeten geben. Environment, also Umgebung. Irgendwelche Feuerdinger da. Dogfighting, Explosionen. Und fliegende Schiffe. Ebenfalls hier auch nochmal Demo Charge, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Und Feuer. Bounty Board. Daily Quests gibt es hier auf jeden Fall auch. Ein paar. Hier Destroy Rep Food. Find Rakutan Artifacts. Hack Air Defenses. Dann Inject Cuffhounds. Also indiziere die Kaffhunde. Plant Explosives, also Pflanzenexplosionen. Plant Mines, also irgendwelche Minen. Republikanische Strukturen scannen. Scout republikanische Basis und Steal irgendwas und Track Piraten.
Mission, Dropbox sieht auch nochmal, da wo man das was uns wahrscheinlich abgeben wird. Hier hat man auch nochmal ein 3D-Model. Weiß gar nicht, ob ich das mit drin habe. Ich glaube sogar ja. Und auch ein News Terminal, ich denke mal, das wird. Ach stimmt, jetzt weiß ich, was es ist. Das ist das Teil, was auf der Flotte ist, wo man dieses, wo man das Event annimmt. Dafür auch der Nachrichtensprecher, okay, das macht Sinn. Und auch nochmal hier vom Weltboss. So, wir sind jetzt gleich, was wir eben schon gesehen haben. Nur jetzt hier eben als 3D-Model. Republik wird wahrscheinlich auch das gleiche sein, genau hier. Und auch hier haben wir wieder diese ganzen Quests. Artillery Strike. Oh Gott, mit Lagerfeuern. Defeat Carfounds, Defend Republic Dinger da. Die Explosives. Also gesehen das Gegenteil von der Imp-Seite. Retrieve Supples. Root Out Mole. Scan for Spy. Scan Pirate Tech. Okay. Dann geteilt. Datenpads, die man wahrscheinlich einsammeln kann für den Erfolg. Und Hack H2s. Irgendeine Waffenkiste und. Ja, das war's so gesehen. Weltboss hatten wir ja gerade eben schon gehabt. Und das war's dann so gesehen auch hiervon. Moment mal. Genau, also hier wieder der Jav-Rock, wird wahrscheinlich der Weltboss sein. Reaktorkern wird wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben und das wird wahrscheinlich ein Droide sein. Power Conduit. Ich kenne Conduit als Virus, aber Conduit nicht als irgendwas. Also das PC-Virus meine ich jetzt. Gut, dann gucken wir uns das Ganze mal hier im 3D-Model-Viewer an. Fangen wir einfach mal an. Leider haben wir für sehr viele von den Teilen die keine Farben. Das ist leider ein kleiner Nachteil. Okay, irgendeine Dings hier. Okay. Hier fehlt wieder die Texturen an der Seite so ein bisschen. Die Entwickler machen sich da ja nicht so viel Arbeit, dass die Sachen von der Seite zu texturieren, wenn es nicht nötig ist. Hier eine Säule. Wie gesagt, leider haben wir keine Texturen größtenteils. Aber ranzoomen geht nicht. Okay, jetzt geht's doch. Das ist leider ein bisschen schade. Okay, hier haben wir, glaube ich, eine Textur. Das lädt ziemlich lange. Ah, da. Okay, das ist eine Antenne, die irgendwo rumsteht. Ich denke mal, da wird auch eine Quest dran sein. Von da wieder irgendwas drücken muss, wie auf Ossus zum Beispiel. Gucken wir uns das hier nochmal an. Okay, hier fehlt so ein paar Texturen. Der hat 20 Texturen hat er hier geladen. Auch wieder irgendwo so ein Turm, der einfach nur rumsteht. Ist mal kurz ein bisschen größer, dass wir ein bisschen was sehen. Prop Light. Okay. Irgendein Licht, was an der Decke hängt. Farm Windmühle. Die Dinger kennt man auch von Tatooine. Dann hier nochmal der untere Standteil, auch wenn hier auch wieder ein bisschen was fehlt. Leer Cage. Also so ein Käfig. Ich denke mal, da werden diese Hunde drin gespeichert. Gefangen sein, diese Cuff Hounds. Ist das Wort Hunde? Was heißt ein Hound überhaupt? Jedenfalls diese Mobs da. Oh, geil. Ich habe die Mods übrigens vorher noch nicht angeguckt. Das ist natürlich auch geil. Ich denke mal, die werden hier die Viecher auch fressen, ja. Mushroom. Das sind die Pilze, die einfach nur wachsen. Das ist eine Kiste. Das ist eine geschlossene Kiste hier. Rectangle Crate. Also das ist so eine Kiste hier. Einfach nur Sachen, die einfach nur rumstehen. Hier nochmal solche Kisten. So ein Kistenstapel sozusagen. Hier nochmal so gestapelte Kisten. Diese habe ich sogar Discord ausgemacht, das ist nachher nicht irgendwie rein Dings. Okay, ein Teil von Generic Metal Endblend. Okay, entweder so ein Teil von der Röhre oder von der Straße, kann ich gar nicht so ganz erkennen. Generic Pipe. Das ist so ein Rohr. Hier auch nochmal. Okay, das sind mehrere Rohre. So zusammen. Debris Pile. Okay, leider fehlt hier auch wieder die Farbe. Entweder ist es irgendein Fleck auf dem Boden oder keine Ahnung was. Kann ich nicht so ganz erkennen. Okay, das ist so gesehen das gleiche. Ship Large. Okay, das ist eine Rettungskapsel. Farm Plant. Okay, das ist eine Farm Plant, die man auch von Ossus kennt. Auch hier fehlen wieder die Texturen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wall Griebel. Okay, so ein Terminal, was an der Wand hängt. Ja, wie kann man diese leichten Gesichter kennen, ne? Misk Book. Okay, man sieht, dass es ein Buch ist, aber leider hat es auch keine Farbe hier. Dann nochmal in geöffneten Zustand. Auch hier sieht man das so halb. Wenn man so zumindest guckt, sieht man, dass es hier so links ist. Gut. Nochmal ein Buch in einer etwas anderen Form. Noch ein Buch in einer etwas anderen Form. Auch wenn ich jetzt kaum Unterschiede, ehrlich gesagt, sehe. Glasses. Gut, auch das sieht man nicht wirklich. Munitionskiste, die kennt man auch von Corellia zum Beispiel. Neon Loop. Okay, einfach nur so ein Kreis. Okay, hier haben wir anscheinend Farbe, genau. Okay, das ist irgend so ein zerstörter Speeder. Ein Mortar, was ist das? Wenn das ein Speeder ist. Okay, ach, das ist ein Geschütz.
Ganz interessant. Okay, das kann ich jetzt nicht so ganz erkennen. Das ist irgend so eine Pipe. Das ist. Keine Ahnung, was es ist. Z-Panel, also ein Kontrollteil hier. Okay, das kennt man auch aus den Festungen. Signallight, auch wenn es jetzt nicht fehlt. Relix-Trank. Okay, das ist einfach so eine Kiste, die man von Voss auch kennt. Da kommt ja sogar noch ein bisschen was. Ja, nochmal im kaputten Zustand. Dann eine Vase. Dann nochmal eine kaputte Vase. Anno-Box. Okay, das kann ich jetzt auch nicht so ganz erkennen. Einfach nur eine Kiste eben. Create wie Pallet. Oh. Da, ja, ein paar Kisten, die auch wieder so rumstehen. Also größtenteils Kisten sieht man hier bisher nur. Vom Planeten selber kann man leider hier, wie gesagt, noch nichts rausfinden. Weil, wie gesagt, die Daten fehlen da noch. Ich habe extra geguckt, es gab auch bisher nur vier Dentuin-Dateien oder so. Und die habe ich alle nicht gefunden. Ich habe echt jede Datei durchgesucht. Ich habe keine Datei gefunden von den vier, die ja in der Area DAT drin standen. Okay, das ist ein Computerterminal, wo man wahrscheinlich irgendeine Quest dran hat. Remote Control, gut, das ist eine Antenne. City Computer, Stadtcomputer, gut, so ein Teil. Kennt man auch. Das gleiche nochmal. Die Tastatur, die einfach so hängt. So ein Teil, das kennt man auch. Gut, das kann ich jetzt nicht erkennen aufgrund fehlender Farben. Datenpad. Okay, die kennt doch jeder, ne? Kann ich hier irgendwie drehen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. So halb zumindest Ancient. Gut, das ist das Sonnenteil hier. Das ist das kofferartige Teil. Hier wieder Sonnenkontrollteil. Hier nochmal ein kaputt. Eradicator. Okay. So ein bisschen aus wie ein Lautsprecher, ne? Aber das in der Mitte kann ich nicht so ganz kennen. Okay, das scheint Feldprojektor. Okay. Das ist ein bisschen aus wie eine Sonde, sieht das so ein bisschen aus. Floating Dance Disc. Okay. Yellow. Glow Stick Yellow. Geht so ein bisschen aus wie eine Hantel. Holoterminal Drohne. Ach so, das ist so ein Teil. Stimmt, das sind diese Kamera-Droiden-Teile da, die man auch auf der Rishi-Festung hat. Holocron Jedi. Okay, ein Jedi-Holocron. Holocron Beacon. Matrix-Konverter. Okay, was hat das Ding da zu suchen? Okay, das ist einfach nur so ein Teil. Mine Barrel. Okay, also kurz gesagt, irgendwas zu wegschmeißen. Kanister. Okay, auch wieder so ein Teil. Die Dinger kennt man noch von CZ-108. Vielleicht in der bisschen anderen Form, wenn man kennt sie. Okay, das ist irgendwas. Ein zerbrochenes Glas von irgendeinem Tunnel oder so. Kann man nicht so ganz entschlüsseln, weil hier die Hintergrundteile fehlen. Vielleicht verraten uns die anderen. Ah, guck mal hier. Ach, das ist eine Colto-Box. Jetzt weiß ich's. Und das ist eine zerbrochene Colto-Box. Hier fehlt halt leider nur der Untergrund, deswegen kann man das nicht so ganz erkennen. Genau hier, das ist die Colto-Box. Ah, genau. Neutronenbombe. Gut, da muss man wahrscheinlich irgendwas in die Luft jagen oder so. Panel 1 Damage, leider ohne Farbe. Also so gesehen kaputt. Hier auch nochmal. Ja gut, das ist so gesehen eigentlich alles das gleiche. Wo es halt ein bisschen anders aussieht. Radar Small. Ach so, das meine ich mit Radar. So ein Satellitenteil hier. Okay, das kann ich nicht so ganz erkennen. Scheint irgendein Reaktor-Dings zu sein. Rakata Mindtrap Base. Science Microscope. Ach so, das ist Mikroskop, okay. So ein riesiges Mikroskop. Stimmt, das kennt man auch aus den Festungen noch. Eine Serverkonsole. Gut, die kennt man auch. Auch wenn man jetzt hier keine Farbe hat. Ich denke mal, jeder weiß, wie die Dinger aussehen. Server Screen. Gut, einfach nur ein Bildschirm. Server Screen A. Einfach nur ein Bildschirm sozusagen. Stealth Generator. Ups. Ja, gut. Kann ich nicht so ganz erkennen. Irgendein Laser-Teil oder sowas. Hier nochmal ein Terminal, wo man irgendwas eintippen kann. Botenf Grace Food. Das wird wahrscheinlich irgendeine Frucht sein, die da wächst. Con Plastic Crate. Eine Kiste einfach nur. Irgend so eine Gaskiste oder sowas. Okay, auch wieder so ein Terminal mit fehlenden Texturen so ein bisschen. So ein Wandterminal. Hier von Ossus auch nochmal was. Okay, so ein Teil hier. Und auch nochmal ein paar neue Gleiter. Nämlich einmal. Gut, was heißt neu? Neue Gleiter sind es eigentlich nicht. Das sind einfach nur diese Flugteile, mit denen man sich auf dem Planeten hin und her bewegt. Einmal mit so einem Schiff hier. Beziehungsweise sie halt einfach rumstehen. Nochmal so ein Speeder hier. Und nochmal so ein Speeder. Na komm, lad.
Genau, so ein Teil hier. Die Dinger stehen ja auch öfters mal auf dem Planeten rum und ich denke mal, die meisten werden sie kennen. So, das war es eigentlich auch schon mit den 3D-Modellen. Dann gehen wir weiter. Brauche ich kurz mal wieder das hier und das hier. So, mit den 3D-Modellen ist erstmal durch und gehen dann zu den Quests. Da gibt es auch wieder eine ganze Menge zu sagen. Also ihr seht, ich bin jetzt schon ziemlich im Zeitdruck. Aber es ist erst 14:18 Uhr. Okay, oh Gott, ich mache hier so einen Stress. Event, Pirate Onslaught. Und ja, wieder Imperial, Republik und geteilt. Dann haben wir zuerst Imperium. Bonus-Quests. 3 von denen. 2 von denen. Also Piraten killen, Republik-Spieler oder sowas killen. Ja gut, Republik-Spieler werden wir sind noch wahrscheinlich republikanische Gegner einfach nur. Maus-Druiden-Chaos und ja, diese Cuff-Hounds freilassen. Dann Daily-Quests. Wird es wohl insgesamt 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gehen. 11, 12 vielleicht. 10 bis 12 Daily Quests. Und da sehe ich auch nochmal eine. Eine ist es, okay. Eine H4. Oder H2, je nachdem. Und Story. Ja, gut, hier ist nur das Intro mit drin. Was hier Quest Difficulty ist very hard, also sehr schwer. Was sagt er hier eigentlich bei der Quest Difficulty? Gibt's hier gar nicht, okay. Warte mal. Guck, ob er hier was findet. Nee, findet er nichts, okay. Dann machen wir Republik, wird wahrscheinlich das gleiche sein, ungefähr. Bonus. Gut, hier gibt es noch zwei Bonus-Quests. Dailies. Call Auto Restrikes. Daily Complete. Okay, ach so, das ist bloß eine wöchentliche wahrscheinlich hier, dass man einfach nur. Oder so eine Quest, wo man irgendwie fünf Dailies machen, so wie auf Ossus zum Beispiel. Die von Republik Supplies. Das waren Explosives, das sind sowieso die Quests, die wir vorhin auch schon gesehen haben. Weekly Complete, also einfach nur eine wöchentliche noch hier. Und auch wieder hier Defeat Cuffhounds und Search for Jedi Artefakte. Und Story, auch wieder das Intro. Was haben wir geteilt? Bonus. Hazard Pay und Hungry Hugo. Hungry Hugo. Auch wieder von der Schwierigkeit very hard. Flavor, Treasure Hunt, also irgendwie irgendwas mit Kisten. Und auch wieder hier H2. Ach, guck mal hier. Attack Pirate Camp. Beware of Hugo. Reactor Ransom. Okay, ob es jetzt nur mehrere oder eine H2 gibt, habe ich bisher irgendwie noch nicht so ganz gecheckt hierbei. Aber egal, denke ich jetzt einfach mal so. Gut, dann machen wir weiter mit den Fähigkeiten von den einzelnen Gegnern. Dafür gehen wir auf ABL und dann auf Event und dann auf. Ups, Event. Und dann auf Pirate Onslaught. Habe ich einmal Balance Correction. Universal Balance Adjustment. Auch hier wieder. Gut, das kann ich jetzt nicht so ganz anfangen. Stärken Buff. Oder Stärken allgemein. Verschiedene Stufen wieder. Und Dispel Stärke. Okay, was Dispel heißt, weiß ich jetzt gerade leider auch nicht. Müsst ihr einfach mal gucken. Flavor. Fake Gap Close. Laser Pointer. Poly Dummy Passive. Summon Mystery Bird. Also irgendeinen mysteriösen Vogel. Heldenbereich. Auch hier wieder drei verschiedene Fähigkeiten von den Typis hier. Beware of Hugo Transport, Reactor Ransom Transport und Shiny New Toy Transport. Imperial Daily Quests. Hier mal hier von diesen Guard Miners. Passive Fähigkeiten. Suizidattacke. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Und detonieren. Hier zerstöre republikanisches Futter. Ne, Food, also Essen, nicht Futter. Gut, könnte auch Futter sein. Release Desays und ein paar explosive Droiden. Injizieren der Kaffrunde, das werden einfach nur irgendwelche Missionsgegenstände zu sein, mit denen du irgendwas machst. Pflanzenexplosionen. Scan Reps Structures. Makrofenders. Scheinen wir auch wieder vorzukommen bei den Quests. Und Scout Repis. Einmal hier disconnecten. Dismiss My Minipet. Honk. Ja, ich bin auch ein Honk. Mausdroiden passiv und. Stun, Brief und Speed Boost. Dann von den Piraten. Von den Heldenquests. Beast Boss. Aggro Drop. Bad Health. Also, ich weiß leider auch bei den vielen, bei den meisten Sachen nicht, was es bedeutet. Bad Health Impact. Bite, Flurry. Hostage, Passive, State, Manager. Gott, wie lang sind die Namen hier? Hostage, Passive, Transmission. Ups, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite hier. Manager 3.0. Passiv. Pounce. Utility Invoke Beast Damage Event.
Dann nochmal hier Walker. Calibration. Canon. Okay. Werde ich jetzt nicht mal alles vorlesen. Könnt ihr einfach mal selber durchlesen, wenn euch das mal interessiert. Player-Fähigkeiten. Ja, nochmal Anti-Walker-Zeug. Und was ich nicht alles. Orbital-Support gibt es auch noch hier. Missile-Attack. Wenn ich jetzt hier wirklich auf alles eingehe, dann sprengt das sowas von den Rahmen. Hier auch nochmal ein paar Fähigkeiten von den Artillery-Strikes rufen. Und auch wieder hier ein paar für die Quests wahrscheinlich allgemein. Hier auch wieder Makro-Fernglas. Utility, hier zum Beispiel diese Standardsachen. Vom Gleiter runtergehen. Fall into Well, also sozusagen ins Nichts fallen. Und dann, dass man halt stirbt. Und nochmal hier vom Weltboss, auch nochmal ganz interessant. Mechaniken. Power Conduit AOE Blaster. Gehen wir wieder bis auf die Seite, dass wir es sehen können. Conduit. Transition Confirmed. Passive State Manager. Reactor Core, also der wird wahrscheinlich dazugehören zu dem einen Gegner hier. Dann hier nochmal Utility. Debug Use Power, Conduit, Pay Ransom. Ne, Ransom. Ransom? Keine Ahnung. Und der goldene Traum. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Und hier von diesem Jafrog, die hatten wir vorhin auch schon gesehen. Bunker Down. Passive Fähigkeiten. Salt and Pepper, also Salz und Pfeffer. Sozusagen. Sticky Situation. The Great Escape. Jaric. Keine Ahnung, was das genau heißt. Und Yarok Special Blend, also irgendein Blenden wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich wie alle Spiele geblendet werden oder sowas. Sowas ähnliches zumindest. Ja, das war es dann sowieso mit den Fähigkeiten. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht ganz genau auf dieses ganze Zeug ein, weil das einfach so viel ist und das würde einfach sowas von das Video sprengen. Falls sich was interessiert, könnt ihr ja in den Kommentaren nachfragen, dann beantworte ich euch das gerne. Oder ja, ihr lest, drückt einfach auf Pause, lest euch das Ganze hier in aller Ruhe durch. Auf der Seite sieht man eigentlich fast sowieso nichts. Von daher muss ich nicht alles durchklicken oder so. So, machen wir einfach mal weiter mit den Erfolgen. Finden wir bei ACH für Achievements. Dann auch wieder hier, haben wir erstmal was für die Festung. Strongholds, dann haben wir Conquer. Und dann haben wir Conquer Dantooine. Also kurz gesagt, Eroberung von Dantooine. Wir können nämlich jetzt auch ab sofort dann auch Dantooine erobern, wie auch alle anderen Planeten auch. Es war zwar, glaube ich, eigentlich für jeden fast klar, aber wollte ich halt nur noch mal angesprochen haben. Jetzt sieht man dann die entsprechenden Ziele, die man machen muss. Diese Zahlen sind so gesehen IDs dafür. Kenne ich mir leider auch nicht so wirklich mit aus. Aber das sind so ungefähr die Ziele. Dann geht es jetzt zum Event. Dann haben wir hier Pirate Unslow. Hier einmal Erfolge, Quatsch. Einmal erkunden. Jedi-Enklave so gesehen erkunden, gibt es einen Erfolg dafür. Jetzt gucken wir uns dann, wie gesagt, auch nochmal in-game an. Dann Misk. Das sind so gesehen die Sachen so im Hintergrund, sagen wir jetzt mal. Hidden Tomes, Poly Exposition Principle, Sample Foods. Wow, das war unerwartet. PvE, Dailies schaffen, Weeklies machen, Heldenquests machen, Piraten killen. Wahrscheinlich über eine bestimmte Anzahl. Gucken wir uns, wie gesagt, auch nochmal in-game an, dann können wir uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen. Steht ja auch, wie oft man das machen muss? Nee, ne. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, die Verwendungserfahrung, die man dafür bekommt. Achievement Index. Immer. PvP gibt es natürlich auch wieder. Bestimmte Anzahl an Spielern besiegen. Von imperialen und von republikanischen Spielern. Ist so gesehen, glaube ich, alles klar. Ich weiß nicht, sind das jetzt die Spieler oder sind das jetzt hier diese Bewacher von den Basen? Das könnte natürlich auch sein. Weltboss, ganz klar. Der leichte Weg, der richtige Weg. Also ich denke mal, den Weltboss eine bestimmte Anzahl an Malen killen. Dann bekommt man hier diese entsprechenden Erfolge. Gut. So wird der Erfolg auch wieder ganz durch und dann geht's weiter zu den Items. Da gehen wir als erstes Event, das schiebe ich mal nach hinten. Das werde ich auch direkt mal hier rausnehmen und da unten rein tun. Wir gehen erstmal auf die einzelnen Sachen ein, auf die neuen Kartellmarkt-Sachen. Dafür gehen wir zuerst auf MTX, dann auf Weapon, dann auf Riffle und dann auf MTX 30. Genau hier unten und A1, V1. Eine Waffe sozusagen, hier können wir auch mal ein bisschen hier reingucken. Ganz normal stacken auf 1. Der Sound, das Icon, das kennt man ja alles. Und das Ganze kann in die Primäre Menschenhand gepackt werden, ins Inventar, in die Bank, in Loot zurückgekauft und woanders auch immerhin. Base Level 1. Qualität ist Prototyp, also blau sozusagen. Hört sich dann schon wieder sehr, sehr nach Nicht-Kartellmarkt-Zeug an. Equip, also beim Equippen gebunden, also beim Ausrüsten sozusagen. Er muss mindestens Level 1 sein und es hat 200 Haltbarkeitspunkte.
Und Itemwert ist 10.000. Gut, wenn die Itemwerten, da kommt, die kommen so mit einem her. Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, was die bringen. Aber so ungefähr. So. Dann machen wir weiter mit den Blastern. Blaster, wo ist er? MTX Weapon Blaster. Ich war ja eins zu weit hochgegangen, da. Und dann auf MTX 30. Und auch wieder hier 1, 2, 1. Auch wieder Prototyp, auch wieder Base Level 1, auch wieder beim Ausrüsten gebunden. Auch wieder hier, das kann auch in die sekundäre Hand, also in die zweite Hand gepackt werden. Das andere konnte ja nur in die primäre Hand gepackt werden, also die rechte Hand. Das kann auch in die andere Hand gepackt werden. Ja, rechte und linke Hand gibt es ja so gesehen gar nicht. Ihr wisst, was ich meine. In die primäre und sekundäre Hand eben. Okay, dann hätte ich vielleicht mal ein bisschen besser sortieren sollen, denn wir müssen jetzt nochmal auf Riffel gehen. Ich habe schon wieder versehentlich das Ding zugemacht. Riffel, dann haben wir nämlich Sniper MTX. MTX 30, ne? Genau. Und auch hier wieder das gleiche. Auch wieder Prototyp, auch wieder Equippen gebunden. Kann nur in die Haupthand gepackt werden. Und ja, das Standardzeug hier eben noch. Dann geht's weiter mit den Ruf-Items. Dafür gehen wir zuerst auf. Erstmal hier ganz nach oben. Dann haben wir nämlich Loot. Dann haben wir hier, muss ich kurz gucken, hier Tokens. Dann haben wir Dentoin. Da. Und dann haben wir hier Reputation Currency, also so gesehen der die Ruf-Items. Kann man auf 9.999 stacken, kennt man ja. Okay, jetzt einfach plus Lore. Also ich glaube Wissen heißt das. Icon. Und ja, das ganze andere Kram hier. Qualität Premium, also grün wird wahrscheinlich das grüne Ruf-Item sein. Und das Ganze wird sofort gebunden beim Aufheben. Kennt man ja von Ruf-Items allgemein. Mich wundert es gerade, gibt es hier keine anderen Ruf-Items hier? Weil ich habe bisher nur diese gesehen, aber wir können ja gleich mal gucken. Dann gibt es natürlich auch für den Ruf entsprechende Trophäen. Dafür gehen wir hier auf Reputation. Dann Trophy. Dentoin. Haben wir mal hier für Small. Fangen wir bei Small an. Kann maximal 50 gestackt werden, ganz normal hier. Das ist einfach wieder Dekoration für die Festung eben. Medium und Large, je nachdem wahrscheinlich wie viel Ruf man entsprechend hat, bekommt man diese Trophäen, die man sich dann in die Festung aufhängen kann. Relativ interessante Sache. Natürlich kann ich auch hier wieder sagen, es ist nicht hundertprozentig beschädigt. Es kann natürlich auch sein, dass sich nachher wieder alles ändert. Das ist also bloß mehr oder weniger bloß alles Vermutung. Dann gehen wir wieder auf MTX rauf, denn ich habe hier nämlich noch was vergessen. Nämlich hier haben wir nämlich auch noch mal Armor. Und dann Season 10. Die haben wir hier oben. Warum ist die da oben? Resort. Swimmer. Keine Ahnung. Ich glaube, blind, da ist es. Und dann Chest, no Cape. Armor Leather. Also Lederrüstung sozusagen. Kann ganz normal equipped werden. Qualität, Prototyp, also blau. Kann ich mal, wie gesagt, nichts wirklich mit anfangen. Da wird es auch ein neues Mount geben, nämlich hier den Tranta. Eine sehr, sehr geile Sache, kennt man ja von Alderaan. Also gehen wir wieder auf Item MTX, hätte ich vielleicht mal drin bleiben sollen. Dann Mount und dann Tranta. Und dann haben wir den hier wieder. Ein Tranta-Gleiter, den kennen wir ja von Alderaan sozusagen. Eine sehr, sehr geile Sache, wird wahrscheinlich auch wieder entsprechend teuer werden. Aber es ist trotzdem ziemlich geil. Also, ob ich es mir hole, weiß ich natürlich noch nicht. Wird wahrscheinlich wieder extrem teuer sein. Wahrscheinlich auch wieder nur in irgendwelchen Kisten oder so. Oder man muss es sich direkt für extrem teuer kaufen. Für irgendwie 2000 Cartilmens oder so. Ja, muss man mal gucken, ob sich das Ganze lohnen würde. Aber ich denke mal, für mich wird sich das eigentlich jetzt eher weniger lohnen. Aber ja, gut. Für alle, die gerne mal mit dem Tranta fliegen wollten. Oder auf dem Boden fliegen wollten. Scheint das wohl das Richtige für euch zu sein. Dann geht es jetzt zu den Event Items. Ich denke mal, auch hier wird jetzt ein bisschen von dem Ruf auch dran kommen. Einmal hier Heldenbereich. Also so gesehen diese gleichen Teile hier. Beware Fogo, Reactor Ransom und Shiny New Toy. Das hatten wir vorhin auch schon alles gesehen. Dann Imperium. Disease. Das war ja alles diese Missions-Items hier. East Access Card, genau, irgendwelche Access Karten, dass wir hier diese Air Defenses hacken können. Diese Kaffhunde interessieren mit Testserum. Diese Pflanzen mit Scannen. Okay, Plant Explosives mit Scannen muss man das wahrscheinlich irgendwie rausfinden.
Scan Rap Structures mit Makro-Ferngläsern und Track Pirates mit dem Piratenkommunikator. Republik wird wahrscheinlich auch wieder so ungefähr sein. Artillerie, Beacon gibt's hier. Gibt's hier Supplies, weiß ich leider auch nicht. Ich bin leider bei solchen Sachen immer sehr schlecht in Englisch. Scan for Stealth. Okay. Und Scan Pyrotech. Auch wieder mit Makro-Ferngläsern. Das hier ist mit Diclo Aching Device. Und was ist geteilt? Genau, Datenpads, die einfach irgendwo rumliegen, die man anklicken muss. Und bei den Heldenmissionen die Reactor Ransom und The Golden Dream. Okay, weiß ich jetzt auch nicht, aber gibt es hier gar keine Ruf-Items? Ich sehe gerade gar keine Ruf-Items hier. Ich dachte zumindest bei Shared oder so konnte ein paar Berufs-Items da. Aber Datenpad hört sich ein bisschen komisch an für Ruf, ne? Bind und Pickup, also sozusagen, es wird direkt gebunden. Hier Quality Quest, das ist irgendwas Quest, also irgendein Datenpad, das ich ja hier aufsammeln muss, vom Boden dann auf im Inventar hat, vermute ich jetzt einfach mal. Und dann gibt es auch nochmal einen neuen Allianzgefährten. Bei NCO Allianz und dann Tessa Pardax. Scheint wohl was mit dieser Story zu tun zu haben, die es dann ja gibt. Hier leider auch wieder nichts viel rauslesen. Für Conditions. Man könnte jetzt nochmal auf die Conditions gehen können, das machen wir gleich auch nochmal. Ja, Context, Behance. Dann gehen wir nochmal kurz auf die Conditions. Auch wieder hier auf Event. Ach, hier gibt's gar keinen. Doch, hier gibt's was. Na, weiß ich schon gar. Hier natürlich auch wieder ganz klar, ist das Event überhaupt aktiv? Wird hier natürlich erstmal abgefragt oder ist es nicht aktiv? Und je nachdem, Imperium, die Daily Quests, was muss man dafür haben? Das Datenbild muss natürlich sichtbar sein. Ob man die Quest natürlich überhaupt hat, ganz klar. Ob die Location sichtbar ist, ob man in dieser Quest ist, ob irgendwas sichtbar ist. Republik wird wahrscheinlich das gleiche sein. Genau, hier Campfire, so Zeug. Ob man die Quest wieder hat, kennen wir so gesehen alles. Rap Quest könnt und ja, ob man diesen Gleiter sieht. Ob die Datenpads irgendwie funktionieren und bei Heldenquests auch nochmal hier was. Ob man dieses Ransom bezahlt hat, ob man nicht Ransom kaufen kann, bezahlen kann oder so ähnlich. Das sind alles so kleine Sachen, die halt immer überprüft werden müssen. Und zwar gibt es natürlich für den Planeten auch einen neuen Ladebildschirm. Und zwar wird das Hintergrundbild davon so aussehen. Gut, das ist noch ein kleiner Preset, den ich noch vergessen habe rauszunehmen. Das Geräusch da gerade eben. So, ganz interessant. Sehr, sehr nice auf jeden Fall mit diesen Bäumen. Also so kann man ungefähr schon mal sehen, wie Dantooine aussieht. Und hier nochmal die Schrift. Gut, das kennen wir so gesehen. Kann man alles auch in den Spieldaten finden. Ja, habe ich jetzt hier schon mal alles vorbereitet, dass ich hier nicht alles durchsuchen muss. So, dann will ich mal sagen, kommen wir jetzt mal zum Ingame-Part, auf den ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Warten wir mal ganz kurz, bis wir jetzt hier eingeloggt sind. Wie man sieht, ich habe jetzt ja auch mal die Sprache auf Englisch gestellt, weil sonst nämlich alle Texte fehlen und das war ein bisschen komisch, deswegen habe ich mir extra nochmal den Englisch-Client runtergeladen. Ja, hier sind wir jetzt so gesehen auf der Flotte und hier sieht man auch schon die ersten Bugs dieser Version. Alle möglichen 3D-Modus werden irgendwie nicht richtig angezeigt. Hey, wir müssen eigentlich im Terminal stehen, das steht hier aber gerade nicht. Und wenn ich jetzt hier mal reingehe, kommt hier auch nicht viel. Ja, das war's so gesehen, hier kommt nichts mehr. Dann sieht man, dass das Ganze noch eine sehr instabile Version ist. Es fehlt hier auch noch sehr, sehr viel. Aber es reicht trotzdem, uns mal anzugucken, wo genau Dantooine liegt. Wir öffnen einfach mal die Sternkarte und wir sehen, Dantooine liegt so gesehen hier im imperialen Raum. Hier sehr am Rand. Und wir können einfach mal raufklicken. Hier Sitz des Imperiums. Und ja, für 2000 Credits können wir da hinreisen. Geht das natürlich jetzt nicht. Ja, weil Dantooine gibt es ja so gesehen auch gar nicht drin. Aber auf jeden Fall sieht man das Ganze dann hier. Dann Vorschaufenster funktioniert leider auch noch nicht. Ich kann hier raufklicken, wie ich will. Hier passiert auf jeden Fall gar nichts. Auch hier geht's nicht. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir auf die Erfolge. Hallo? Erfolge? Achso, Y ist das hier. Oh Gott. Ich habe noch nie mit dem englischen Client gespielt. Und ja, gehen wir zuerst mal, würde ich sogar sagen, wir sind gerade sowieso schon hier, sind wir auf den Ruf ein. Und dann haben wir hier nämlich hier unten irgendwo hier die Dantooine-Initiative. Und ja, wir können das Ganze noch hier mal durchlesen. Imperial Forces are looking to increase their foothold on the Riskor-rich planet Dantooine. Help is needed to expand from their currently hidden cave base. Increase your standing with the members of the Dantooine Initiative by completing missions on Dantooine. Also kurz gesagt, wir sollen Quests auf Dantooine machen, um so gesehen zu helfen. Diese currently versteckte
Höhlenbasis oder so finden. Dann bekommen wir, wenn wir Freund erreicht sind, den Titel Scallywag. Und wenn wir Legende sind, bekommen wir hier Sword of Pirates als Titel. Und natürlich können wir wieder pro Woche natürlich 12.000 Ruf sammeln. Bonuspunkte, gut, das geht damit einher. Ja, das war so gesehen der Ruf. Jetzt geht es zu den Erfolgen. Die finden wir hier unten bei den Events. Hier Pirate Inclusion. Gibt es insgesamt sechs Bereiche. Einmal hier die täglichen Bosse. Einmal sollen wir hier den Lieutenant Jafrok so gesehen besiegen. Und einmal, ja, die Reactor Ransom Quest auf Dantooine sollen wir machen ohne Resorting to Violence. Das weiß ich jetzt gerade selber nicht, was das heißt. Ich guck mal ganz kurz nach, ob mich das jetzt doch interessiert. Resorting to Violence. Auf Gewalt zurückgreifen, okay, ohne auf Gewalt zurückzugreifen, soll man diesen Reaktor Ransom so gesehen machen oder die Quest beenden. Dann General, ganz klar, hier 50 Nova Blade Piraten auf Dantooine besiegen. Die Nova Blade Piraten kennen wir ja schon von Rishi. Hallöchen. Ja, während des Events 50, 250 und 500. Dann auch nochmal streng, also Strong ist so gesehen die starken, Elite oder Boss Nova Blade. Sollen wir während des Events besiegen auch wieder 25, 75 und 150, hier ein bisschen weniger. Dann hier erkunden. Finden wir insgesamt irgendwelche Items hier auf jeden Fall sollen wir suchen. Einmal hier die Shared Calf Shank. Fragile Glow Shroom, Irritable Blood Ground, Nova Blade Rotgut. Gott, ey, mein Englisch ist so scheiße bei sowas, ne? Perfectly Ripe Warm Fruit und Unnaturally Huge Tuber. Gott, mein Englisch ist so scheiße. Ich denke mal, ihr könnt das alle besser aussprechen als ich. Dann gehen wir nochmal rein. Scan the Gedi Enklave. Also eine sehr einfache Quest. Gibt 5 Erfolgspunkte. Die gibt 10 Erfolgspunkte. Wir können nochmal jetzt gucken hier. Können wir also einiges an Erfolgspunkten wieder verdienen. Ja, so Kleinigkeiten eben. Aber es gibt gar keinen irgendwie, deckt die ganze Karte auf oder so. PvP haben wir gerade eben auch schon hier im Dings gesehen, in der Registry. 50 Spieler besiegen, 100 Spieler besiegen, 200 Spieler besiegen, hat sogar ein anderes Icon. Und 400 Spieler besiegen. Und dann haben wir auch nochmal Imperial Forces. Ich denke mal, das werden diese Bewacher an den Basen sein oder irgendwelche Gegner, die hier rumstehen. Ich vermute jetzt einfach mal so. Dann die Missionen. 25 tägliche Missionen schaffen, 75 tägliche Missionen schaffen und 125 tägliche Missionen schaffen. Dann auch nochmal hier 15 Heldenmissionen während des Events schaffen. 25, nein, 30 Quests Heldenmissionen während des Events schaffen. Und 60 Heldenmissionen während des Events schaffen. Warum leckt das gerade so ekelhaft? Und hier haben wir auch nochmal die wöchentliche einmal geschafft, die wöchentliche fünfmal geschafft und die wöchentliche 20-mal geschafft. Da haben wir auch noch miese Collections, da ist ehrlich gesagt gerade auch gar nichts drin. Auch da weiß ich jetzt gerade nicht, was das genau bedeutet. Deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach mal nach. Kerl. Ich hätte vielleicht mal vorher schon mal gucken können. Verschiedenes, ach mal Verschiedenes heißt das, okay. Da gibt es aber derzeit noch gar keine Erfolge. Ich denke mal, da wird noch was kommen. Aber ja gut, das sind so gesehen die Sachen, die es derzeit sind. Wie gesagt, diese Version hier derzeit total instabil. Hier fehlt die Hälfte der Sachen und auch selbst, okay, das hier ist sogar noch da, komischerweise. Das funktioniert auch noch. Da würde ich aber erstmal sagen, machen wir jetzt hier erstmal Ende, sozusagen für dieses Video hier. Ich hoffe mal, dieses Video hat euch geholfen. Ich habe ein bisschen zu viel gequatscht jetzt hier am Ende. Aber das ist ja auch egal. Es geht ja hier nicht darum, dass das Video irgendwie kurz ist. Oder würde ich sagen, bis bald und ciao.